Herzlich willkommen zu BeTheChange.World. Mein Name ist Robert. Der Sommer ist da, Freunde. Ein herrlicher Tag hier in Chanchamayo, Peru. Das unten ist die Stadt La Merced. Übersetzt bedeutet das die Gnade. Ich bin sehr gnädig. Ich bin sehr glücklich, dass ich hier leben darf. Und heute ist ein besonderer Tag für mich, denn ich habe mal wieder ein Leihauto. Hier diesen schönen Toyota Hilux. Und ich hole jetzt meine Schwiegereltern von ihrer Farm ab. Das ist das letzte Mal, dass sie da Kaffee ernten. In Zukunft machen wir das zusammen bei uns auf dem Grundstück. In meinem letzten Video kam eine sehr interessante Frage. Und zwar, wie ist denn die Altersbetreuung in Peru? Was macht man denn, wenn man alt ist? In Peru gibt es noch eine gesunde Familienstruktur. Gesunde Familienstrukturen. Das bedeutet, dass sowohl die Kinder, die Babys, die Kinder, die Eltern als auch die Älteren eine Einheit bilden. Für mich ist es heute eine Ehre, meine Schwiegereltern abholen zu dürfen. Mir leuchtet das Herz, wenn ich daran denke, dass ich sie gleich glücklich mache, dass sie hier nicht mit dem Taxi hinher gurken müssen. So. Und das ist eine Sache, die darf man verstehen. In anderen Ländern ist es völlig kaputt. Ja, die Familien werden zerstört, die Alten sind nichts wert. In Zeiten von dieser Pandemie hat man gesehen, wie viel die Alten wirklich wert sind. Hier in Peru ist es anders. Ein junger Mann kam mich besuchen, 24 Jahre alt aus Deutschland, reist gerade mit Rucksack durch Peru und hat mir folgende Frage gestellt. Warum bin ich eigentlich aus Deutschland raus? Ja, das ist jetzt schon 8 Jahre her, Freunde. Ich bin 8 Jahre raus. Ich spreche noch Deutsch, aber immer wieder mache ich Fehler. Bitte Entschuldigung. Ich bin raus aus Deutschland aus mehreren Gründen. Zum einen konnte ich mir nie vorstellen, in Deutschland eine Familie zu gründen. Für mich war das immer eine Horrorvorstellung, wenn ich irgendwo in der Stadt bin, wie in Frankfurt, und mein Sohn sich auf einem eingeengten Spielplatz irgendwo zwischen Abgasen und Dreck und Schmutz und schlechter Energie da aufwachsen muss. Ich habe gesagt, ich möchte erst mein Paradies finden und erst dann gründe ich eine Familie. Gesagt, getan. Allgemein bin ich raus aus Deutschland, weil mich die Negativität in diesem Land, diese Toxizität, sehr krank gemacht hat. Ja, ich bin durch sehr schwere Depressionen durchgegangen und ich habe einfach gemerkt, das liegt nicht nur an mir, das liegt am System. Das System ist das Problem. Und in Deutschland ist eine ungemein negative Stimmung. Es wird gemeckert über den anderen, es wird immer sich beschwert, man guckt immer nur, dass man, oh, der und hier und da und das ist alles Kacke und so. Die Leute sind sehr negativ, gucken nicht über den Tellerrand und diejenigen, die auf Reisen waren, können meine Worte bestätigen. So, im Großen und Ganzen, ja, Finanzamt, GEZ, all die Behörden, all die Zwangsversicherungen, als Selbstständiger wird man da malträtiert. Es ist kein schönes Klima, um zu leben. Es ist ein schönes Land. Ich habe mir Deutschland angeschaut, bevor ich gefahren bin. Ich war überall. Ich war in den größten, 16 größten Städten in Peru. Hola, buenas. Und ich habe mir Deutschland gut angeschaut. Ich liebe Bayern. Ja, ich liebe den Alpenrand. Ich liebe Berlin. Auch für 1-2 Tage, so verrückt diese Stadt ist, hat sie doch irgendwas Besonderes. Ich bin, wie gesagt, in und um Frankfurt groß geworden. Und ich war in Hamburg, ich war in Köln, ich habe mir alles angeguckt. Ich bin einmal mit dem Fahrradkreuz durch Deutschland gefahren, von Frankfurt nach Hamburg und zurück, als ich 18, 19 Jahre alt war. Ist ein schönes Land, aber die Mentalität der Menschen, hochtoxisch.
hier ist so eine schöne peruanische Kante. Ja. Da unten ist die Stadt. Und da ist der Abgrund. Ja. So fährt man hier Auto, Freunde. Auf der anderen Seite des Berges und hier wird die Straße deutlich schlechter. In der Regenzeit wird hier einiges weggewaschen. Da sieht man mal die Aussicht in die andere Richtung. Und jetzt heißt es hier ersten Gang reinlegen, eine Schrittgeschwindigkeit am Hang entlang. Ja, und ich darf die Einfahrt zum Grundstück diesmal nicht verpassen. Maria und ich sind zweimal dran vorbeigefahren, denn von der Seite sieht man die Einfahrt so gut wie gar nicht. Ja, mal gucken, ob ich sie mit euch zusammen entdecke. Ja, die Landschaften sind atemberaubend und diese Straßen sind zu fahren, wenn man gottgläubig ist, sage ich mal, ja, oder ans Gute glaubt im Leben, man einfach keine Angst hat, auf gut Deutsch. Angst gehört sowieso nicht ins Bewusstsein. Angst ist ein Gift, welches es gilt, als solches zu bewerten und auch solches zu dosieren. Die Dosis macht das Gift. Die Schwiegereltern haben mitgedacht. Unübersehbar, wo die Einfahrt ist heute. Ich drehe das Auto jetzt hier noch um. Hola, ¿qué tal? Onkel Jakub. Ja, einmal gewendet. Hola, Manchita. Hola, Manchita. Ja, ¿qué tal? Ja, ¿qué tal? Mucho calor. So, 5 Säcke Kaffee. Ich habe einen Sack eben rösten lassen, Freunde. Ich kann euch das gerne zuschicken. Bio Bio, meine Schwiegereltern benutzen seit über einem Jahrzehnt keine Spritzmittel. Die haben dieses Bewusstsein allein entwickelt. Den Kaffee, den ich geröstet habe, der ist exzellent. Wir müssen nur gucken, wie wir den günstig nach Europa bekommen. Mit der Post verschickt, 1,5 Kilo, kostet 20 Euro. Unmöglich. Ja, vielleicht in einem größeren Stil kann ich euch das irgendwie schicken. Und den Kaffee kaufe ich meiner Schwiegereltern, meiner Schwiegermutter direkt ab. Der wird nicht einfach so auf dem Markt verschäbelt. Der ist ausgezeichnet. Und ja, können wir gerne drüber quatschen. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr Interesse habt. Hola. Un videoito. ¿Qué tal, Papa? Buenas tardes, Mama. Buenas. ¿Qué tal, Mama? ¿Qué tienes? ¿Para Diablo? ¿Para pegar el Diablo? Para café. Die 5 sacos bueno es, ¿no? O menos. Chiquitito, dos saquitos habrá de 60 kilos. Ay, como estaba húmedo, parece así poquito, poquito para poder cargar tanto. Claro. ¿Falta más cosechar o todo? Sí, falta. Falta, ¿eh? Entonces ya otra vez. Una semana más ya. Muy bien. Ahí le tomo foto. Sí, caliente el pie. Sí. Así debe ser tú, pues. Tú también así vas a hacer. Toma, tira ahora tú ahí. Schamanisches Dampfbad, Freunde. Die Dame ist 87 Jahre alt. Sie behandelt mich jetzt bereits zum 5. oder 6. Mal. Ich bringe alle meine guten Freunde mit und lasse mich behandeln und lerne.
Protección. Yeah. Eben haben sie mir hier ein Blatt gegeben, das nennt sich Fledermausblatt. Ojo de Murciélago. Die haben mich gefragt, ob ich das kenne. Das sei gut gegen 1000 Krankheiten, davon einen Tee zu trinken. Den muss ich bei mir auf dem Grundstück mal suchen. El crece del abajo crece o del árbol? Como enredadera crece. Crece así y enredadera. Ah, ja, ja, ja. Mhm. So, meine Freunde, in alter Frische zurück im Leben. Gestern hatten mich unsere Masseuse in alle meine Einzelteile zerlegt, Freunde. Ich bin nach Hause gekommen, nach 2,5 Stunden Massage. Während der Massage bin ich eingeknickt. Ja, sie hat mich dann geweckt, meinte, so, jetzt ist fertig. 2,5 Stunden hat die ganze Behandlung gedauert. Dampfbad, schamanischer Tabak. Mit einem Hühnerei hat sie mich massiert. Später schlägt sie das Ei auf und guckt, was da drin ist. Ja, angeblich nimmt das Hühnerei Energien auf. Und wenn es innen ganz dunkel ist, dann weiß sie, okay, da muss man was machen. Ja, war alles okay. Später gab es das Dampfbad. Dann hat sie mich gebadet. Und dann hat sie mich massiert. Zu Hause angekommen, habe ich noch ein paar Früchte gegessen. 6.30 Uhr, bumm, ins Bett. Bis 4.30 Uhr habe ich durchgeschlafen, bin aufgewacht, ich wusste nicht, wo ich bin, ich wusste nicht, wer ich bin, ich wusste nicht, was los ist heute Morgen. Und ich war irgendwo Astralreisen machen, ja, liebe Lydia. Vielleicht haben wir uns ja irgendwo getroffen, letzte Nacht. Auf jeden Fall bin ich wieder bei der Arbeit, ja, jetzt mit dem Ingenieur. Vermessen wir hier ein weiteres Grundstück, wo wir eine Straße schneiden. Für ein ganz besonderes Projekt. Ja, so viel kann ich heute dazu sagen. Wir machen hier auf jeden Fall munter weiter. Es gibt viel zu tun. Und heute gehe ich mit dem Vermessungsingenieur dieses Grundstück hier vermessen. Und ich melde mich von oben nochmal. Das ist das Auto meiner Wahl. Ja, $20.000 kostet so ein Gefährt im guten gebrauchten Zustand. Neu $28.000. Das beste Fahrzeug hier für die Zone. 5 Menschen kann man bequem transportieren. Plus hinten auf der Ladefläche, ich glaube, 650 Kilo kann man noch beladen. Ja, ich hatte jetzt hier noch ein paar Kokosnüsse drin. Ich habe immer einen Pico und eine Schaufel dabei. Hier sind noch ein paar weitere Säcke drin. Und die Hunde fahren da immer gerne surfen hinten drauf. Gell? Ja. Now we go have a look. What is it? Ja, der Ingenieur setzt die ersten Punkte. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Sehr schöne Aussicht hat sie. Bonita, ne? Ich gehe jetzt hier unter diesem Baum durch. Ich halte die Kamera mal so hoch. Poduka. Guck dich mal hier dieses Wurzelwerk an. Ja? Das ist jetzt hier der Bergkamm. Hier laufen wir jetzt ungefähr 200, 250 Meter lang. Und dann gehen wir wieder runter bis zur Straße. Das ist das Grundstück, welches uns unser Nachbar verkauft, damit wir hier eine Privatstraße errichten können. Das kann ich jedem auch nur empfehlen. Solltet ihr Grundstücke kaufen, die weiter abgelegen sind und keine Zufahrt haben zur eigentlichen Hauptstraße, lasst uns mit den Nachbarn sprechen, dass sie uns Teile ihrer Grundstücke verkaufen und eine Privatstraße machen. Mit einer Straße, die gemeinschaftlich genutzt wird, ist immer ein Grund zum Streiten. Ja, wenn ihr eine Straße baut, guckt, dass es eure private Straße ist. So, Thema wilde Tiere. Die Frage bekomme ich regelmäßig gestellt.
hier, wo keine Landwirtschaft betrieben wird und noch keine Bäume geschnitten werden, keine Kettensäge läuft, ja, hier wimmelt es so von wilden Tieren. Ich bin gerade an einem Wildschweinnest vorbeigegangen. Die bauen sich immer in so Löchern, in so halben Wurzellöchern bauen die sich ihre Nester. Also Wildschweine gibt's hier. Es gibt hier wohl ein paar Raubkatzen. Ja, das ist hauptsächlich so Pumas, angeblich auch schwarze Panthers. Hier kann es sein, dass es hier die eine oder andere Schlange gibt und alles an mögliche an kleinen Nagetieren. Also große Meerschweinchenartige vegetarische Bellas laufen hier rum. Ja, Bella ist ein ausgezeichneter Hund für Gebiet erkunden. Was auch immer sehr wichtig ist, wenn man jetzt in so einen Berg reingeht, hier leben Waldgeister, hier leben Spirits. Man muss immer ein Geschenk machen. Ja, ich habe jetzt hier den Beutel Koka aus der Tasche gezogen und der ist aufgerissen und die Hälfte des Beutels auf den Boden gefallen. So muss man das machen, ja. Den Beutel Stevia hebe ich natürlich wieder auf. Man muss Pachamama immer ein Geschenk da lassen, dass man hier gesund wieder rauskommt. So, wir sind gesund wieder raus. Genau an dem Punkt, wo wir raus sollten. Wir wussten oben nicht genau, wo dieser Bachlauf aufhört. Der trägt nur in der Regenzeit Wasser. Ich habe einen ausgezeichneten Orientierungssinn. Bin ich auch ein bisschen stolz drauf, muss ich sagen. Mich kann man in den Sack einpacken, dreimal drehen, mich irgendwo rauslassen und ich komme klar. Und ich habe dem Ingenieur gesagt, wir sind richtig, mach mal deine Punkte hier. Und wir sind genau an der richtigen Stelle rausgekommen. Ein Stück Wasser, Bella, gell? Good girl. Hola, Bella. Good girl, my Bella. Come here, my girl. Good girl. Yes, that's my good girl. Hey, was a good fun, yeah? Caminar el monte, yeah, it's a good girl. Ja. Ja, Freunde, wir sind zurück in der Zivilisation, ja, befestigte Straße. Der Berg und seine Waldgeister waren uns gnädig. Wir haben auch ein gutes Geschenk hinterlassen. Also, mit großer Wahrscheinlichkeit schneiden wir hier oben die Straße rein aufs Hauptgrundstück. Eventuell später noch eine zweite. Und heute haben wir das Grundstück vermessen, um zu sehen, wie viel es wert ist. Wir haben einen Preis ausgehandelt mit unserem Nachbarn. Und gesagt, ja, pro Hektar kriegst du so und so viel. Willst du verkaufen, ja oder nein? Erst wollte er nicht, jetzt will er. So dass wir heute hier das Grundstück vermessen haben. Ich habe ein kleines Workout gehabt, war eine super schöne Wanderung mit wunderschönem Ausblick. Und jetzt geht's nach unten, Dachpappe vom LKW abladen. Wir wurden gerade zum Mittagessen eingeladen. Hier wird das gleiche Haus gebaut, was ich euch im letzten Video gezeigt habe, unten. Techo proprio. Die Jungs hier sind Kontratisten, das heißt, die machen das hier als Auftrag. Bodo ist gerade durch den Zement durchgelaufen, weil es nicht schlimm ist. Erstmal das Fundament für unten, ja. Und jetzt haben sie uns hier auf eine Suppe eingeladen, ein paar Banenje. Essen mal ein bisschen was und dann geht's runter ins Tal. Gestern Nachmittag gab es noch diese kurze Tanzeinlage. Ich habe das Auto einfach mal geparkt am Viewpoint. Ich habe so schon die ganze Zeit Psychedelic Goa Music gehört und dann war mir kurz danach ein bisschen rumzuspringen. Heute habe ich Muskelkater, Freunde. Ich habe gestern über eine Tonne Dachpappe verladen. Und so sind wir jetzt hier noch im Bett bei unserem neu renovierten Dorfgrundstück. Ja, mit Bella und Bodo. Jetzt geht's an die Arbeit, Freunde. Jetzt wird ein Haus zu Ende gebaut. Nächste Woche kommt eine Dame, die möchte hier einziehen. Der Blick aus dem Fenster auf unser Dorfgemeinschaftsgrundstück. Das Dach hier vor mir, das machen wir noch neu. Da sind die Latten schon installiert worden zur Verlängerung. Hier ist der Blick auf den Zitronenbaum. Neue Komposttoilette haben wir auch gebaut, zeige ich euch gleich. Uff, heute wird ein schöner Tag, Freunde.
Ja, Bodo, das ist genau nach deinem Geschmack, gell? Eigene Matratze, oben mit Aussicht. Du Hund, du. Ist noch gut, dass noch ein Plastik eingepackt ist, gell? Da schläft noch ein Besucher. Da haben wir auch noch ein Bett. Ja, ich kann da mal kurz mal reingehen. Zumindest hier mal gucken. Ja, spartanisch, aber reicht. Ja, hier hat Bella und ich haben hier geschlafen. So, jetzt gehe ich erstmal runter. Hier sind die Nut- und Federbretter für den Boden, die Bodendielen. Das Holz habe ich dazu gekauft. Und hinten in der Ecke steht die Dachpappe für zwei Dächer. Ja, eine Ladung muss ich noch hochfahren. So, wir haben hier unten ist erst nochmal so ein bisschen Baustellenlager. Später stellen wir hier ein paar Couchen rein. Machen diese Wand hier eventuell auch noch ein bisschen zu. Und hier wird das Gemeinschaftsbüro entstehen. Küche. Yeah, what is it? Habt ihr was entdeckt? Ja, yeah, be good boy. Wachhunde haben heute keinen einzigen Mucks von sich gegeben. Ja. Hier haben wir unseren Tisch. Hier essen wir. Ja, wir haben hier, wie gesagt, noch diese Dacherweiterung vormachen, neue Dachbleche drauf, nehmen wahrscheinlich dieses Podest da raus, machen ein bisschen gemütlicher. Aber es ist funktionabel. Wir haben jetzt hier auch einen Gasherd, ja, Luxus, anstatt die alte Kochstelle haben wir jetzt hier einen Gasherd stehen. Und Step by Step machen wir uns das hier gemütlicher. Das ist der Ausblick aus unserer Komposttoilette. Die großen gezackten Blätter sind Kito Kito. Und im Tal hört man den großen Fluss rauschen. So, wir haben hier einen Thron aus einer Zeder gebaut. Und nachdem man sein Geschäft erledigt hat, nimmt man sich hier ein paar Sägespäne und schmeißt die da rein. Ich habe hier meine Makita dicken Hobelmaschine mitgebracht und mit der hobeln wir die Bretter, die da an der Wand stehen. Die werden das Dach des neuen Hauses und obendrauf kommt die Dachpappe. So, wer bist du denn? Stell dich doch mal vor. Hola, señores. Stefan aus Deutschland. Wo genau? Karlsruhe. Und was machst du in Peru? Ich bereiche die Community hier ein bisschen mit meiner Mitarbeit und genau. Ich schaue mir alles ein bisschen an, genieße die Natur. So, wir haben hier super leckere Pituca und das werden heute die besten Chips des Lebens für den Stefan. Der wird sagen, boah, wie geil. So, pass mal auf, hier haben wir eine schöne. Ja, diese herzförmigen Blätter, das ist der Pituca. Und du kannst ja, hier ist nicht so nass, kannst ja mal versuchen, die rauszuholen. Mit Brecheisen. Du möchtest, ja genau, du möchtest im Endeffekt mit dem Brecheisen da reingehen und die Wurzel rausholen. Wie tief rein? Ja, die ist so 20 cm im Boden. Gucken, probieren wir mal. Schneid die Wurzel nicht ab, sondern guck, dass du sie am Ganzen... Du kannst auch versuchen, einfach an der Pflanze zu ziehen. Manchmal kommt die auch so einfach raus. Wenn du die komplett einfach da rausrupfst. Okay, schwierig. Also muss man ein bisschen raushebeln. Unsere erste Dorfgrundstücksorange. Ein feierlicher Moment. Ja, die ernte ich direkt. Das ist ja wie bügeln. Ja. Ja, wir haben eine Pituca geerntet. Wir machen mal Mittag. Geil. Ein weiterer wunderschöner Tag neigt sich dem Ende entgegen. Ich drehe nochmal die Kamera um und verabschiede mich. So, meine Freunde, ich hoffe, dieses Video hat gefallen. Wir sind mit der Familie komplett bei uns auf dem Grundstück. Und morgen geht's zurück aufs Dorfgrundstück. Für mich ist es noch ein paar Tage Baustelle und danach geht es jetzt endgültig los hier mit meinem Haus. Ja, ich musste ein paar Projekte noch abschließen,
die ich angefangen hatte. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.